Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Mit offenen Karten, die uns ins Innere Indiens führt. Vielleicht träumen auch Sie vom Besuch des Taj Mahal, dieses prächtigen Bauwerks aus mit Edelsteinen verziertem weißen Marmor, das einem sofort in den Sinn kommt, wenn man an Indien denkt. Wussten Sie, dass die BJP von Narendra Modi, dem neuen starken Mann Indiens seit 2014, den Taj Mahal unter dem Vorwand aus Tourismusbroschüren entfernen wollte, das Bauwerk sei nicht von Hindus, sondern auf Befehl eines muslimischen Mogulherrschers errichtet worden. Angesichts der großen Empörung verzichtete die BJP natürlich auf ihr Vorhaben, aber der Vorfall ist bezeichnend dafür, wie in Modis Indien aus der auf kultureller und religiöser Vielfalt beruhenden größten Demokratie der Welt eine ethnische hinduistische Demokratie wird, unter einer nationalpopulistischen Regierung, die Minderheiten und Opposition unterdrückt. Ein Blick auf Vergangenheit und Gegenwart Indiens erhält diese Zeitenwende unter Modi. Wie lässt sich diese identitäre Versteifung und der Erfolg des hinduistischen Extremismus erklären? Um zu verstehen, wie die Regierung die Islamophobie unter der hinduistischen Mehrheit schürt und instrumentalisiert, müssen wir auf die Zeit vor Modis Regierungsantritt und auf die lange Präsenz des Islam auf dem indischen Subkontinent zurückblicken. Vor ein paar Monaten fragte ich die französisch-indische Forscherin und Journalistin Ingrid Terwatt, ob ihrer Meinung nach Indien immer noch die größte Demokratie der Welt sei. Sie sagte, wenn man Angst hat, sich öffentlich zu äußern und eine Journalistin in Indien zu sein, die die Regierung kritisiert, wenn 15% der Bevölkerung als Bürger zweiter Klasse gelten, weil sie keine Hindus sind, ist das dann noch eine Demokratie? In der Geschichte Indiens wird es unbestreitbar und dauerhaft eine Wende unter Modi geben. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns und unsere geopolitischen Aspekte auf arte.tv. Bis bald.